und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit dem Fred unter der Fragestellung oder beziehungsweise unter dem Motto und täglich grüßt das Marbeltier, das Murmeltier. Ja, eine Fragestellung, die wir schon öfters mal hatten, die ich auch öfter schon mal auf diesem Kanal hatte, die ich auch öfters mal in den Kommentaren lese, ist Clash of Clans tot? Ich glaube, da muss man so ein bisschen zurückgehen in der Geschichte, den nehmen wir jetzt übrigens mal mit. Denn er serviert uns den Loot ja quasi auf dem Silbertablett. So, jetzt nehme ich die mal alle hier mit. Also, wir müssen da, glaube ich, geschichtlich mal ein bisschen zurückgehen. Das Spiel existiert ja jetzt schon seit sehr langer Zeit. Und nicht nur das. Es ist im Endeffekt seit Jahren ist es ein ständiges Auf und Ab. Also wirklich, es ist einfach seit Jahren ein ständiges Auf und Ab. Und da muss man sich das auch mal wirklich... Ja, das hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber muss ich das wirklich mal geschichtlich angucken, wie das Ganze denn aussieht oder wie sich das Ganze entwickelt hat. Wo hat es denn, oder wo ist Clash of Clans vielleicht falsch abgebogen? Wo war dieser eine Moment, wo vielleicht die Updates nicht mehr so gut waren oder wo vielleicht ein Update nicht mehr so gut war und was dann vielleicht dazu geführt hat, ja, dass es dann ein bisschen in die Hose ging? Das muss man sich einfach mal angucken. Und das machen wir heute einfach mal. Fangen wir ganz am Anfang an, beziehungsweise nicht ganz am Anfang, aber relativ am Anfang, das Jahr 2017. Bis zum Jahr 2017, ich gehe jetzt auch natürlich von meinem Kanal aus, es ging im Endeffekt immer nur bergauf, oder zumindest habe ich dann gehalten. Klar, es waren relativ viele Views, ist logisch, ne? Das Spiel war im Hype, jeder hat es gerne gespielt, ist einfach so. War eine geile Zeit, muss ich auch sagen. War eine coole Zeit, auch wenn ich eigentlich die Views gar nicht so... Ich hatte die Views eigentlich nie richtig im Blick. Ich habe das immer gemacht aus Spaß und der Freude und ich habe das auch nie gemacht wegen dem Geld oder wegen den Views. Von daher habe ich so diesen ganzen Hype gar nicht so mitgekriegt, weil ich das Spiel einfach gerne gespielt habe. So war das. Auf jeden Fall, es ging ziemlich rund. Das kann man ja sagen. Es ging ziemlich rund und dann kam das Nachtdorf. Und dann ging es natürlich noch weiter rund, logisch. Das Nachtdorf war zwar jetzt nicht gut, allerdings... war es natürlich was Neues und dadurch, dass es was Neues war, hat es halt trotzdem nochmal den Hype ein bisschen aufrecht gehalten. So, Nachtdorf war also da und dann haben wir das Nachtdorf gespielt. Das ging auch so ein, zwei Monate gut. Die Aufmerksamkeit war immer noch da und dann passierte etwas, was eigentlich dann passieren musste. Die Leute haben den Spaß verloren. Die Leute haben kein Clash mehr gespielt und das Spiel ging, oder beziehungsweise das Spiel hatte im Endeffekt eine kleine Krise, mit kleiner Krise meine ich im Endeffekt große Krise. Es war eine gigantische Krise, denn, ja, das Update war nicht wie erhofft und deswegen haben viele Leute halt aufgehört zu spielen. Ja, und deswegen, meine Freunde, war es dann leider ein Problem. Denn die Zuschauerzahlen von mir gingen wirklich rasant zurück. Also in dem Jahr gingen die wirklich... So September, Oktober war plötzlich, da war es plötzlich richtig vorbei, einfach nur. Und ja, es musste so kommen, es musste einfach so kommen. Ich hab das irgendwie so gar nicht realisiert damals, warum das so ist, aber es lag natürlich am Nachtdorf, weil das Update einfach nicht gut war. So, das Update war nicht gut, ich dachte, was ist jetzt los, wieso interessiert sich keiner mehr für das Spiel? Dann kamen die Clan-Spiele und von dem Zeitpunkt an, hier Nachtdorf... Es war ein ständiges Auf und Ab, wirklich. Es war wirklich ein ständiges Auf und Ab. Wenn immer ein neues Rathaus kam, dann war wieder was los. Wenn wieder kein neues Rathaus kam oder sonst was, dann war wieder nichts los. Es war wirklich ein Auf und Ab. Ich kann das auch natürlich belegen an Zahlen, Leute, wenn ihr das wollt. Aber wenn wir jetzt mal in die Gegenwart gucken. Sagen wir mal, wir gucken mal ab dem Jahr 2020. Anfang 2020 war es noch in Ordnung. Warum war es noch in Ordnung? Klar, wir hatten gerade erst Rathaus 13. Jedes Mal, wenn so ein Rathaus-Update kommt, geht es für ein, zwei Monate, sagen wir vielleicht maximal drei Monate, es geht richtig rund. Warum? Klar, es ist was Neues, die Leute wollen es sehen. Und vor allem, wenn die Leute es sehen wollen, gucken sie natürlich auch auf YouTube. Ansonsten haben die Leute mittlerweile bei Clash of Clans überhaupt keine, sie haben überhaupt keine Notwendigkeit mehr, sich überhaupt bei YouTube was anzugucken. Welche Notwendigkeit besteht? Sagt es mir, welche Notwendigkeit besteht, da sich irgendwelchen Content anzugucken? Taktiken gibt es mittlerweile ja auch kaum neue mehr. Bedeutet, selbst die YouTuber, ich meine, es gibt eh kaum noch welche in Deutschland. Also selbst die YouTuber, die dann mehr auf diese taktische Schiene gehen, selbst da, was willst du angucken? Was? Es ist ja nichts da. Es ist ja einfach nichts da, was man gucken kann. Und dann kam ja irgendwann Rathaus 14. Und wir gucken jetzt mal ganz kurz, nehmen wir uns mal die Zeit, gucken mal ganz kurz auf zwei Bilder drauf. So, Bild Nummer 1
14.03. Da hatte ich bei dem Video 6.800 Aufrufe. Das ist ja im Endeffekt nix. Aber das ist jetzt fast ein Jahr her. Und jetzt sind die Aufrufe, ja, sagen wir mal so zwischen 6.000 und 10.000, würde ich jetzt mal sagen. Also im Endeffekt fast auf dem Niveau, wo sie waren. Bedeutet, das ist jetzt, das ist das gleiche Niveau, wie es am 14.03. war. Und jetzt gucken wir auf ein zweites Bild drauf. Superschnell Mauern fahren. Einen Monat später. Hat fast 42.000 Aufrufe. Und im Endeffekt liegt das in diesem Fall auch gar nicht an dem Titel, sondern das ist einfach ganz einfach der Tatsache geschuldet, dass dazwischen Rathaus 14 kam. Es war nichts los. Es war wirklich seit, ja, man kann ja im Endeffekt sagen, seit Rathaus 13 war ja wirklich gar nichts mehr los. Das Jahr 2020 war update-technisch meiner Meinung nach einfach nur schlecht. Es kam nichts. Es kamen die Supertruppen, aber die Supertruppen sind auch langweilig. Und die werden jetzt, vor allem von den unteren Rathäusern, werden die auch fast gar nicht genutzt. Von daher, weiß ich nicht. Also irgendwie, gefühlt kam nichts. Also gefühlt kamen wirklich keine Updates. Ach, geil. Geil, eine kleine Einblendung von PUBG. Ja, läuft. Oh, stimmt, die gehen ja alle außen rum. Also es kam wirklich nichts. Dann kam Rathaus 14 raus. Klar, es war super. Rathaus 14 Update war echt genial, allerdings hält das die Leute ja auch nicht lange bei der Stange. 2-3 Monate vielleicht war das, ja, so Juni war es dann schon wieder vorbei. Wobei man sagen muss, Drachenreiter, als das nochmal rauskam, das ging auch nochmal einigermaßen ab, war halt eine coole neue Truppe, ist in Ordnung. Da sieht man auch mal den Unterschied, wenn eine neue Truppe kommt und wenn dann eine Supertruppe kommt. Supertruppe, da interessieren sich die Leute eigentlich nicht richtig für, aber eine neue normale Truppe, da gehen die Leute steil. Das muss man schon sagen. Also auch bei der Kopfjägerin, das war auch in Ordnung. Ich kriege das Katapult hier leider nicht kaputt. Das ist das Problem. Ich kann es nicht zerstören. Ich bräuchte es auch für die Quest. Aber ich kriege es nicht kaputt. Deswegen muss ich mir jetzt mal eben überlegen, was ich mache. Dass ich zumindest noch ein bisschen Loot hier mitnehme. Ach, hier vorne ist noch was. Da ist noch was. Wir nehmen uns noch ein bisschen Loot mit. Ich hab auch noch eine Idee. Passt mal auf. Ich habe tatsächlich noch eine Idee, wie wir noch ein bisschen was kriegen. Und zwar... ich brauche ja kein Dunkles mehr. 1, 2, 3, 4. Wir wecken das Rathaus jetzt nämlich auf, machen es offen. Werfen da einen Zauber drauf. Oh nein, jetzt gehen die da drauf. Das war jetzt natürlich nicht geplant. Aber es ist noch nicht verloren, Leute. Es ist noch nichts verloren. Keine Sorge. Ich habe noch ein Ass im Ärmel. Oh, sie holen es sogar fast schon. Jetzt haben wir es nämlich. Jetzt holen wir uns das nämlich nur eben. Ja, deswegen, es kann eigentlich nur besser werden. Es kann ja eigentlich nur besser werden. Und es wird es auch. Und die Leute werden alle zurückkommen. Für die Leute, die jetzt dieses Video gucken, ihr seid natürlich absolute OGs, weil ihr immer noch die Clash of Clans YouTuber unterstützt, die wirklich dran geblieben sind. Und da muss man ja auch mal sagen, einfach mal Respekt. Die Leute. Und es gibt ja wirklich auch nicht mehr viele in Deutschland. Ich meine, weltweit sieht es noch ein bisschen anders aus. 2-3 Kanäle sind ja auch noch ganz gut dabei weltweit, was die Anzahl der Aufrufe angeht. Aber man muss schon sagen, insgesamt schwierig auf jeden Fall. Schwierig. Und es ist ja nicht nur für mich so, es ist für alle Clash of Clans YouTuber so, also für alle Clash of Clans YouTuber ist es sowieso so, dass es schwer ist. Ich meine, guckt euch mal Galadin an oder Godson ist gar nicht mehr dabei, der macht überhaupt keine Videos mehr. In Deutschland gibt es ja auch kaum noch wen, der noch was macht. Also von daher, warum ist das so? Ne? Warum macht kaum noch jemand was dafür? Das kann ja nicht daran liegen, dass das Spiel so boomt. Das liegt daran, dass das Spiel lange nichts Gutes gesehen hat und deswegen die Spieler nicht da sind und deswegen die Leute nicht bei YouTube gucken und deswegen die Leute keine Aufrufe haben. Daran liegt das natürlich. Logisch. Und deswegen, ja, das Ding ist, ich kann ja immer genau vorhersagen, wie es läuft. Ich weiß genau, was laufen wird dieses Jahr. Das Problem ist aber, wenn du die Mechaniken, wenn du die Funktionsweisen von YouTube verstehst, heißt das noch lange nicht, dass du damit dann auch, oder dass du dagegen ankommst. Das ist das Problem. Und ich kann euch genau sagen, wie es laufen wird. Moment, erstmal die mitnehmen. Sagen wir mal, im April kommt der neue Game-Modus raus. Das Spiel wird mega hypen. Meine Videos werden, sagen wir mal, 30-40k kriegen wir da pro Video. Das ist ja absolut in Ordnung. Ich meine, es geht eh nicht um die Aufrufe, habe ich ja gesagt. Aber es ist natürlich trotzdem schön, wenn man sieht, dass die Videos halt gewertschätzt werden und dass es Leute gibt, die halt dann auch schauen. Das ist halt das, was man möchte. Ne? Man möchte ja auch, dass ein paar Leute das gucken. Man möchte jetzt nicht für eine Handvoll Leute immer aufnehmen. Aber sagen wir mal 30, 40, 50k ist definitiv realistisch. Das wird sich dann auch erstmal 2-3 Monate halten. Sagen wir mal vielleicht 4 Monate, wenn es was Gescheites ist. Dann flacht es erstmal wieder ab.
Sagen wir mal, dann sind wir wieder so im Sommer, Herbst sind wir wieder bei 20.000 pro Video, was ja auch in Ordnung ist. Dann kommt Rathaus 15 raus, dann sind wir wieder bei 30, 40, 50.000. Das wäre dann so Ende 2022. Und wenn wir dann bei Ende 2022 sind, dann ja, wird es wieder abflachen. Dann sind wir wahrscheinlich wieder bei 10.000. Das ist so dieser Kreislauf. Dann kommt wieder irgendwas, dann geht es wieder hoch, dann geht es wieder runter. Weil wir brauchen einfach mal irgendwie langfristig was, ja, was den Leuten irgendwie so eine Motivation gibt, sich hier einzuloggen bei YouTube und das mal zu gucken. Oder zumindest halt auch irgendwas für alle Spieler. Wo alle Spieler zusammen irgendwas machen können. Also ich sage jetzt einfach mal Clandorf oder sowas. Ne? Irgendwie sowas wie ein Clandorf oder eine Clan-Kampagne oder sowas. Einfach mal was, irgendwas Neues ist, was das Spiel so richtig nach vorne bringt mal wieder. Was es ja nicht gibt aktuell. Und deswegen, ja, um auf die anfängliche Frage zu antworten, ist Clash of Clans tot. Aktuell liegt es zumindest, sagen wir mal, im Koma. So will ich das jetzt mal beantworten. Aktuell ist es ein Koma-Patient. Aktuell ist Clash of Clans auf jeden Fall ein Koma-Patient. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Aber gut, sie arbeiten ja seit 2 Jahren an dem großen Update. Wie gesagt, es kann nur besser werden. Die Update zuletzt war ich jetzt nicht so von überzeugt, bis auf Rathaus 14. Das war natürlich echt cool. Und es liegt ja nicht an dem Inhalt, sondern es liegt am Umfang. Der Superdrache, geil. Die neue Belagerungsmaschine, auch ganz cool. Was hatten wir denn noch? Letzter Drachenreiter ist natürlich auch eine ganz coole Truppe. Es ist so per se, ist das alles ganz gut. Nur es ist halt viel zu wenig gewesen. Und wenn man jetzt dann so ein Update, wie sie es ja jetzt gemacht haben, in der Wartung reinschiebt, ohne Sneak Peeks, ohne sonst was, ja, haben natürlich die Creator dann auch, da gucken die Creator natürlich dann auch in die Röhre. Ist ja logisch. Also, das war natürlich nichts. Was soll ich dann machen? Also, die sagen mir, oh, das Update kommt jetzt in Erwartung. Und ich denke mir so, toll. Da habe ich natürlich jetzt dann irgendwie die Arschkarte gezogen. Ich kann ja gar nichts vorbereiten. Die Leute haben wieder keinen Grund, meinen Kanal zu gucken. Oder andere Kanäle, warum auch. Weil das Update ja einfach irgendwie nur zwischendurch reingeschoben wird. Und was natürlich auch noch so eine Sache ist, wo man das ganz gut sehen kann, dass es ja funktionieren kann, die Challenge-Level. Wenn ihr euch mal daran erinnert, Moment, ich muss mal eben die Bogies wegschmeißen, die Challenge-Level. Warum hat ein Challenge-Video von mir 30.000 Aufrufe? Ja, logisch, weil die Leute es sehen wollen, weil sie wissen wollen, wie sie die Challenge lösen, oder bei anderen natürlich auch. Oder bei Judo hat das Ding über 1 Million, weil natürlich die ganzen Inder, Araber und was weiß ich nicht alles, ist jetzt keine Beleidigung übrigens, es ist nur eine Tatsache, weil die natürlich sagen, oh, wir wollen das angucken. Ne? Aber das ist ja auch wieder die Sache, er ist der größte YouTuber. Aber er hat teilweise 200.000. Wenn der größte YouTuber bei Clash of Clans 200.000 hat, dann ist das wenig. Dann ist das wirklich wenig. Das ist natürlich für ihn viel, aber insgesamt gesehen, wenn du der größte bist, ist das natürlich trotzdem wenig. Ne? Wenn das Update kommt, wird er wahrscheinlich 500.000 haben pro Video oder 1 Million. Das ist natürlich dann in Ordnung, wenn du wirklich der größte bist von allen. Bei Minecraft, ja, sag mal dem größten Minecraft-YouTuber, du hast 200.000 pro Video, der würde nicht mal aufstehen dafür. Versteht ihr, was ich meine? Wir greifen uns auf jeden Fall nochmal an. Es sieht gut aus. Ich muss aber mal eben ganz kurz was umbauen hier. Wir brauchen nämlich einen... Ich würde mal sagen, wir nehmen ruhig Flammi mit, oder? Nehmen wir Flammi mit? Bauen wir Flammi aus? Ja, wir bauen Flammi. Wir bauen Flammi und dann würde ich mal sagen, machen wir einen kurzen Cut. Ich habe noch ein paar Mauern zu machen. Bis gleich. Okay, den nehme ich jetzt mal mit. Ist aus der Rache genau natürlich das, was man nicht machen sollte. Zum einen ist er ein bisschen gerusht. Ja, okay, Kampfbeuten hat er schon, aber hier die... Die Clanburg ist außen, das ist natürlich auch nicht das, was du möchtest. Und jetzt gucken wir mal eben nach. Wo ist ein X-Bogen? Ich bin auf der Seite hier. Warte mal. Dein Ernst? Die Kampfbeute, warte. Das passt noch. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. So. Erst Flammi. Flammi kümmert sich jetzt erst nur da außen um die Sachen. Und wenn sich Flammi um die Sachen außen gekümmert hat, dann kommt der Rest. Ich finde die Flammenschleuder nicht schlecht. Also ich meine, ich sehe jetzt nicht so oft, dass sie benutzt wird. Sie ist halt langsam. Wo ich sie das erste Mal gesehen habe, dachte ich, sie wäre OP. Das ist sie auf keinen Fall. Aber sie ist schon, ich finde sie ganz lustig. Sagen wir es mal so. Sie ist schon ganz cool. Vielleicht müsste sie minimal schneller. Minimal. Aber ansonsten... Es ist auf jeden Fall ganz cool. So, jetzt ist ja sowieso unten der Minenwerfer, macht aber nichts. Wir lassen es mal eben noch laufen. So bis 2 Minuten können wir es ruhig noch laufen lassen. Müsste eigentlich passen. Wir haben ja schon 8%. Minenwerfer kommt jetzt sowieso dahin.
Ja, ist aber gleich kaputt. Der ist gleich kaputt, der Minenwerfer. Jetzt müssen wir loslegen. Jetzt legen wir los. So. Warten wir mal ab, bis außen alles weg ist. Zack, 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 zack. Ist außen alles weg. Jawohl. So. Rein damit. Oh, ja. Die Adler-Dev konnte einmal schießen, aber es ging noch gerade. So. Zündikus. Adler-Dev ist weg. Rathaus ist jetzt auch gleich weg, hoffentlich. Ja, dann wir wollen natürlich den Loot haben. Die drei Sterne möchte ich natürlich auch haben. Die drei Sterne für den Sternenbonus. Leider aktuell kein vierfacher Sternenbonus mehr, macht aber nichts. Denn wir kriegen das auch so hin. Warte. Wenn das Katapult schießt, muss ich auf jeden Fall mal einmal freezen da unten. Oh, Tornadofalle. Jetzt nehme ich. Nein, ich habe das Katapult verpasst. Nein. Wir haben das Katapult verpasst. Es reicht trotzdem. So gut ist die Base von ihm jetzt ja auch nicht. Von daher. Ah, schönes Ding. So. Oh, die Gladi hatte sich fast in das Katapult gesnaggelt. Wo ist die Königin? Hallo? Hallo? Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Da läuft sie rum. Da läuft sie rum. So. Das war doch ein erfolgreicher Angriff. 5,9 Millionen. Ich habe aber noch was in der Schatzkammer. Bedeutet, wir können auf jeden Fall noch eine Mauer machen. Vielleicht sogar zwei. Ich guck mal eben. Schatzkammer. Oh, 2,4 Millionen. Ja, es reicht. Es reicht. Und jetzt sind wir auf dem Stand. Warte. 32 noch. 32 Mauer noch. Also da muss das Update kommen. Da muss das Update kommen. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne eine Bewertung da. Abonniere gerne den Kanal. Es hilft mir so sehr, wenn du den Kanal abonnierst und vor allem auch die Glocke aktivierst. Und gerne den Creator-Code MBF eingibst. Das hilft enorm. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.